Herzlichen Dank, Greg, für die Blumen. Sie haben es gehört, mein Name ist Zumstein Oskar. Ich komme aus Obwalden, bin Geschäftsführer des Informatikleistungszentrums Obwalden-Nidwalden. Das wird einigen etwas sagen, anderen wird es weniger sagen. Ich werde das erklären, warum ich hier mit gemeinsamer Ausschreibung mindestens aus der Praxis euch etwas weitergeben kann. Ich werde diese Themen behandeln, werde das Informatikleistungszentrum kurz vorstellen, dann Ihnen erklären, warum wir eigentlich immer in interkantonalen Ausschreibungen sind, die Probleme kleiner Beschaffungseinheiten, wie wir die immer wieder haben, näher bringen, ein Beispiel aufzeigen, wie man das eben umgehen kann oder aufbrechen kann, die Rechtsgrundlage, soweit mir die als Nichtjurist klar ist, weitergeben und dann noch Erfahrungen aufzeigen. Warum gibt es uns das Informatikleistungszentrum? Ende der 90er Jahre hatten wir zwei Informatikämter, eines in Obwalden, eines in Nidwalden, beide sehr klein, niedlich, wenig Personen. Politik hat da natürlich nicht mit der großen Kelle Personal bewilligt. Wir hatten sehr hohe Risiken auf einzelnen Köpfen. Wenn eine Person ging, dann hatten wir ein ganzes Fachgebiet eigentlich vom Wissen her verloren und so weiter. Kennen Sie alles aus der Vergangenheit. Es kam dann die politische Erkenntnis, das geht nicht, man muss zusammenarbeiten, wir müssen da Kooperationen finden. Die haben wir dann auch. Das hat dann dazu geführt, dass eben das Informatikleistungszentrum Obwalden-Nidwalden gegründet wurde. Wir sind eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt, 100% im Besitz der beiden Kantone Obwalden-Nidwalden. Unser Dotationskapital beträgt 1 Million. Wir haben einen Verwaltungsrat und hier eine Bemerkung dazu. Es ist keine politische Besetzung im Verwaltungsrat. Das kennen wir nicht, sondern der ist wirklich fachtechnisch besetzt. Unser Sitz ist in Sarnen. Unsere Kunden sind generell die beiden kantonalen Verwaltungen von Obwalden und Nidwalden und alle Gemeinden von Obwalden und Nidwalden. Und hier schon eine Bemerkung, die Gemeinden haben keine Beteiligung am ILZ. Also dort sind wir normale Auftragnehmer der Gemeinden, die da auch um den, oder da müssen wir eben auch um die Offerten, um die Aufträge buhlen, wie jeder andere auch. Wir könnten auch außerhalb Obwalden-Nidwalden tätig sein, haben wir auch schon gemacht, aber das ist immer auf öffentlich-rechtliche Körperschaften begrenzt. Also wir können nicht im privaten Bereich tätig werden. Was machen wir grundsätzlich? Also wir konzentrieren uns vor allem auf Prozesse, durchgängige Prozesse zwischen Gemeinden, Kanton, Bund. Das ist eigentlich unser Hauptthema, die Datenhaltung, die dort entsteht. Wir machen selbstverständlich auch Betrieb, dort wo das wirtschaftlich sinnvoll ist. Wir sind aber klar der Meinung, da gibt es andere, die das besser können. Also das Blech zu betreiben, das ist nicht unsere Strategie. Einige Kennzahlen, wir haben etwa 420 Fachanwendungen, das werden Sie auch in den kantonalen Verwaltungen ungefähr so haben. Meistens mehr, wir sind kleine Kantone, wir haben sehr viel standardisiert, es geht eher mit weniger Anwendungen. Wir betreuen heute 1700 Arbeitsplätze und haben 26 Mitarbeiter. Das Thema Submissionen, ja oder nein, so wie es in letzter Zeit in der Presse war, das hat uns damals auch beschäftigt. Auch bei uns war die Frage, muss das ELZ submittieren oder eben nicht? Und das hat man dann ganz klar geregelt damals schon und gesagt, das ELZ muss submittieren, weil wenn das ELZ das nicht macht, dann muss ja der Kunde, also die Gemeinde oder die kantonale Verwaltung, müsste dann submittieren. Und so hat man einen Kompromiss gemacht, dass man eben gesagt hat, das ELZ ist ganz nahe an den Verwaltungen dran, also ist es sinnvoll, wenn die Submissionen dort laufen. Und jetzt wissen Sie auch, warum wir immer in interkantonalen Submissionen sind, da wir ja dann Beschaffungen für beide Kantone machen, Obwalden und Nidwalden, oftmals sogar noch für mehrere Gemeinden. Es sind sehr viele, wenn wir alle zusammenzählen, es sind 18. Dann ist die Thematik bei uns eigentlich fast immer so, wir sind in interkantonalen Ausschreibungen und müssen eigentlich immer dann für mehrere Instanzen die Submissionen aufbauen. Wir haben eine bewegte Submissionsvergangenheit. Das Ganze hat eigentlich angefangen anfangs der 90er Jahre, als wir intensiver mit den Gemeinden zusammenarbeiteten, vor allem im Kanton Obwalden, haben dann damals mit 5 anderen Kantonen die neue Steuerlösung NEST, die kommt ja dann nach meinem Referat ebenfalls auch noch zum Thema in die Wege geleitet. Da sind wir immer noch Miteigentümer von dieser Lösung. Wir haben dann 1995 ein Rechencenter gegründet und alle Gemeinden vom Kanton Obwalden da ebenfalls mit
eingeladen und die haben damals auch mit uns zusammen dann die verschiedenen Kerngebiete der kommunalen und kantonalen Informatik zusammen organisiert. Das ist auch heute noch so. Die Gemeinden in beiden Kantonen mittlerweile, die kennen keine Informatik. Das ist alles zusammen beim Kanton, also bei uns im ILZ. 2002 haben wir dann eine größere Evaluation, Submission gemacht im Bereich Gemeindefachlösungen wieder. Wir haben dann später das wiederholt. Wir haben zahlreiche Submissionen dazwischen gehabt. Und eine davon, die möchte ich jetzt ganz speziell hervorheben, und das ist eben diese Frage der Gemeindefachlösung, die wir damals hatten, die uns 2008 so langsam zum Nachdenken bewog. Wir hatten damals eine gute funktionierende Lösung im Bereich Rechnungswesen, Einwohnerkontrolle, Gebühren, Fakturierungen. Die war stabil, performant, gab eigentlich nicht groß Kritik. Aber was wir gemerkt haben, ist, es gab immer mehr Probleme mit Schnittstellen. Wenn wir Schnittstellen einführen mussten, kantonale Datenplattformen und Ähnliches, dann war das mit sehr hohem Aufwand, sehr kostspielig, nur zu realisieren. Es gab sehr viele Fragen im Bereich Auswertungen, die neu dazugekommen sind, hätten dazugekommen sollen. Im Bereich HRM2, Vorbereitung und so weiter hat uns das sehr viele Probleme verursacht. Wir hatten auch fast keine Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung und mussten einfach feststellen, 2008, unser Produkt steht, so wie wir das eingeführt haben im Jahre 2002, so haben wir das fast immer noch vor uns. Und es war auch nicht sichtbar, wie das Ganze weitergehen soll mit dieser Lösung. Wir haben dann trotzdem halt uns auf den Weg gemacht. Wir haben die Anforderungen beschrieben im Rechnungswesen, in der Einwohnerkontrolle. Wir haben auch eine eGov-Plattform in einer minimalen Form darin verpackt. Wir wollten damals natürlich schon, dass Normen, die bestehen, ECH-Normen und so weiter, kantonale Datenplattformen mit ihren Schnittstellen, wir standen damals vor der Volkszählung 2010, SEDEX lässt grüßen, war eine dieser Schnittstellen. Das wollten wir alles darin abgedeckt haben. Wir wollten auch modernere Formen der Architekturen bereits vorgeben. Alles, was mit eGov zu tun hatte, das möchten wir oder hätten wir damals eigentlich bereits schon auf Webservice-Technologien aufbauen wollen. Und es war auch, uns auch immer wichtig, dass wir gesagt haben, alles, was neu für uns entwickelt wird, an dem wollen wir ein Miteigentum. Das war damals ein klares Statement. Wir haben dann eine Marktanalyse gemacht, haben die Vergangenheit seit 2002 beleuchtet, haben gesehen, es ist ein gesättigter Markt, es ist ein monopolistischer Markt. Es gibt im Grunde genommen 5 Anbieter in diesem Bereich und die beherrschen diesen Markt. Das hat auch mindestens in unserem Fall zu einer Stagnation von diesem Produkt geführt. Die Kosten zur Leistung, die wir erhalten haben, Wartung zu den jährlichen Release-Updates und so weiter, die mussten wirklich hinterfragt werden, das stimmt nicht mehr so. Es war uns völlig klar, dass in dieser Situation ein Markteintritt für einen neuen Anbieter sehr schwierig ist und vor allem mit dem Volumen, das wir als kleine Anbieter haben, einfach gar nicht vorhanden war. Also standen wir dann vor der Herausforderung, irgendwie dafür zu sorgen, dass wir eine Marktöffnung bekamen, dass wir anderen Player, anderen Anbietern die Möglichkeit gaben, in diesen Markt einzutreten. Das ist wahrscheinlich Ihnen und uns war es damals klar, mit dem kleinen Beschaffungsvolumen, das diese beiden Kleinkantone mit ihren 18 Gemeinden hat, da werden sie keinen Anbieter dazu bringen, sich stärker zu bewegen. Er wird das bestehende Produkt wieder anbieten und damit hat sich's. Und da können Sie Muss-Kriterien formulieren und solange Sie wollen, die werden gar nicht zu tragen kommen. Wir standen dann vor der Frage, eine Trägerschaft finden, mehr Leute finden, die da mitmachen und kamen dann eigentlich über den Verein Schweizerische Städte Gemeindeinformatik zu weiteren interessierten Gemeinden. Insgesamt waren das letzten Endes dann 190 Gemeinden, die da mitgemacht haben und 3 kantonale Verwaltungen. Das war nicht ganz eine einfache Ausgangslage. Wir mussten da sehr viele rechtliche Probleme zuerst einmal klären, wie man das überhaupt machen kann, wie läuft so eine interkantonale Submission korrekt ab, wie ist das Vorgehen, wer ist die Vergabestelle, das ist zwar alles geregelt in der IVÖB, da kann man nachlesen, wie man das machen will, wenn man dann praktisch dran geht, dann sind dann eben trotzdem Fragen wieder da. Auch die rechtliche Bindung, es war uns damals schon klar, dass dann Themen wie, wer hat dann das Recht am Miteigentum, das können ja dann nicht 190 Verträge sein,
sondern es muss irgendwie anders gelöst werden. Wer ist das letztlich? Es waren dann aber auch sofort Fragen da, wenn Sie 190 Gemeinden in eine Ausschreibung bringen, dann ist es völlig klar, dass nicht jede Gemeinde beschaffen wird, das ist das eine. Und das andere ist, die werden nicht zur gleichen Zeit einführen. Das heißt, es gibt eine Zeit, Sie müssen eine definierte Zeitspanne angeben, in der dann diese Realisierung der einzelnen Gemeinden überhaupt stattfinden kann. Wir haben dann diese Ausschreibergemeinschaft unter dem SSGI laufen lassen und seinen Mitgliedern. Die Vergabestelle war dann der Kanton Obwalden. Vertragspartner, das war damals schon geregelt, das war der Verein SSGI. Also er tritt auf als Vertragspartner im Bereich Lizenzen, Miteigentum und so weiter. Natürlich sind auch darunter dann wieder entsprechende Verträge nötig, so wie wir das vorher auch gehört haben. Kommen Sie nicht darum herum, einzelne Projektverträge zwischen der letzten Endes einführenden Amtsstelle oder Gemeinde zu machen und dem Lieferant. Das Vorgehen haben wir dann so gemacht, die Projektleitung, die war bei uns. Wir haben dann noch einmal die ganzen Anforderungen zusammen mit den regionalen Organisationen in der ganzen Schweiz aufgearbeitet. Also wir sind in diese Regionen gegangen und haben dann mit einzelnen Fachgruppen im Bereich EWK, im Bereich Rechnungswesen, im Bereich Lohn und HRM und im Bereich Werke und Gebühren die gesamten Anforderungen noch einmal von oben bis unten durchbesprochen und durch abgedatet und auf den neuesten Stand gebracht, alles konsolidiert miteinander und die regionalen Unterschiede aber trotzdem reingebracht. Wir haben da sehr viel Zeit investiert in diese Arbeit und ich bin heute überzeugt, das ist das Wichtigste, das Sie überhaupt machen können in einer Submission, einen Anforderungskatalog, ob Sie den mit Prozessen beschreiben oder mit Funktionen oder was auch immer, so umfangreich und detailliert machen, damit Sie wirklich das Ganze später auch brauchen können. Es ist die Grundlage letzten Endes für die Verträge, was wir vorher gehört haben, aber es ist auch die Grundlage später für die gesamten Abnahmen. Auf was wollen Sie aufbauen in der Abnahme, wenn Sie nicht einen Anforderungskatalog in irgendeiner Form haben, der aufzeigt, was Sie für Leistungen überhaupt erwarten und bekommen müssen. Ist klar, es braucht dann Pflichtenhefte, es braucht Submissionsunterlagen, es ist eine aufwendige Geschichte, gerade in einer so großen Gruppe. Wir haben dann 2009 die ganze Ausschreibung laufen gelassen. Wir haben vorher von den Regierungen, die nötig waren, entsprechende Beschlüsse eingeholt, damit wir das so durchziehen können. Das war dann auch soweit in Ordnung. Als die Submission draußen war, veröffentlicht war, da hat es Reaktionen gegeben am Markt, verständlicherweise, positive, negative. Letzten Endes haben 35 Interessenten die Unterlagen angefordert, 8 haben eingegeben. Es gab keine Ausschlüsse dort, also alle 8 Offerten durften angenommen werden und waren völlig korrekt. Das war dann auch schon bereits ein Schritt, wo wir uns dann genau überlegt haben, was müssen wir für die Verträge alles aufbereiten und in diesen Phasen korrekt darstellen, damit wir später bei Vertragsabschluss wirklich die richtigen Dokumente haben. Also Leistungsdefinitionen, Offerten der Anbieter, die Terminpläne der Anbieter und so weiter. Das muss durchbesprochen werden, das muss genau definiert werden, weil es Bestandteile sind letzten Endes. Die Evaluation, die ging dann eigentlich klassisch von sich. Wir haben zuerst die formelle Prüfung gemacht, wir haben dann einen Grobfilter gemacht. Bei dem haben wir vor allem den Erfüllungsgrad aufgrund der Bewertung der Anbieter in erster Linie herangezogen. Also der Anbieter selber hat ja seinen Katalog aufgrund unserem Raster ausgefüllt und so gesagt, ich kann das kann ich nicht und so weiter und so fort. Wir haben dann auch die Kosten genau bewertet, die Kosten genau kontrolliert. Da ein Tipp, es ist nicht verboten, die Kosten dem Anbieter, wenn Sie die selber interpretiert haben und meinen, Sie haben es verstanden, dem Anbieter noch einmal zu unterbreiten und ihn zu fragen, stimmt das so, was ich jetzt da für mich selber errechnet habe. Dann haben Sie später Sicherheit, das ist wieder eine Grundlage der Verträge. Letzten Endes eine Shortlist gemacht, da haben wir uns auch vorher genau überlegt, wer kommt in die Shortlist und wer nicht, mit welchen Abweichungen nehmen wir jemand rein und wo machen wir eben den Punkt, wo wir dann nicht mehr weitergehen.
Dann kam die Feinevaluation, war nicht ganz einfach. Wir hatten 90 Beteiligte, die da bewertet haben. Wir haben ein striktes Drehbuch geschrieben für jede Fachabteilung. Es gab wieder 4 Fachabteilungen, so wie wir die Anforderungen erarbeitet haben. So haben wir auch dann wieder die Evaluation laufen gelassen. Es gab ein Bewertungsraster, das sich genau am Drehbuch entlang bewegte, sodass eigentlich die einzelnen Personen, die da hinten saßen, relativ genau wussten, jetzt spricht dieser Anbieter über diesen Punkt und konnte das auch bewerten. Die Fachteamleiter, die haben dann auch in ihren Bereichen unabhängig voneinander Referenzauskünfte eingeholt und dann mussten diese 90 Personen diesen Fachteamleiter ihre entsprechende Bewertung melden. Diese Fachteamleiter, die haben das dann wieder zusammengeholt und so war eigentlich dann eine Bewertung, zum Beispiel der EWK, bereits fertig. Aber diese Personen, die EWK bewertet haben, die wussten jetzt nicht, wie das Finanz- und Rechnungswesen wiederum beurteilt wurde und so weiter. Also es gab eine totale Trennung. Diese Fachteamleiter haben das dann dem Projektleiter gemeldet und der Projektleiter hat das Ganze zusammengeführt. Dann war erstmal klar, wer jetzt da tatsächlich in Führung liegt. Wir haben übrigens noch etwas anderes gemacht. Wir haben im Vorfeld die Kosten diesen 90 Teilnehmern nicht bekannt gegeben. Keiner hat gewusst, welche Lösung was kostet. Weil wir uns sicher waren, wenn wir das machen, dann sind schon bereits wieder gewisse Bewertungen in eine bestimmte Richtung getrieben worden. Es gab dann eine recht umfangreiche Konsolidierung. Sie können sich vorstellen, wenn 2 das Gleiche anschauen und 10 oder 20 Punkte beurteilen müssen, dann haben sie irgendwelche Ausreißer. Irgendjemand hat irgendetwas nicht gesehen, was der andere gesehen hat. Und dann haben sie plötzlich Bewertungen, da sagt einer, das ist 0 Punkte und der andere hat 10 Punkte. Und das können sie ja nicht stehen lassen, das müssen sie dann entsprechend klären, da müssen sie mit den Personen wieder das Ganze abgleichen, braucht manchmal auch Zeit, braucht manchmal auch wieder Rückfragen beim Anbieter, die er dann bestätigen muss und so weiter. Das ist dann auch der Punkt oder war der Zeitpunkt, wo wir die Risikoanalyse noch fertig gemacht haben. Die haben wir übrigens schon im Vorfeld bei der Aufbereitung der Anforderungen gestartet. Denn wenn Sie einen Sachbearbeiter fragen, nachdem als Sie mit ihm die ganze Einwohnerkontrolle modelliert haben, wo siehst du jetzt in der Einwohnerkontrolle das größte Problem bei der Einführung? Wo hat es Klippen, die auf jeden Fall beachtet werden müssen? Dann kann er Ihnen das sofort sagen, weil er ist in dieser Denkweise drin. Machen Sie das später, dann wird er das nicht mehr so einfach sagen können. Und da ein Tipp, wenn Sie die Anforderungen stellen, fragen Sie auch nach Risiken bei der Einführung. Dann haben Sie den Risikokatalog bereits schon so weit aufgebaut. Hier, nachdem die Konsolidierung durch war, haben wir dann das Umgekehrte gemacht. Wir haben dann bei jedem Anbieter versucht zu eruieren, wie ist jetzt die Eintretenswahrscheinlichkeit in Bezug auf dieses Risiko in der Einwohnerkontrolle. So haben wir uns dann eine Risikoanalyse aufgebaut, die wir ebenfalls wieder dann bei den Verträgen benutzt haben. Weil genau an diese Punkte müssen Sie denken, dort müssen Sie den Finger drauf haben, dass Sie Regelungen finden oder dass Sie das irgendwie festschreiben, wo könnte das tatsächlich dann zu Problemen führen. Der Vergabeentscheid war letzten Endes ein Beschluss des SSGI. Der wurde dann wieder als Vorentscheid durch die Regierungen eingeholt und letzten Endes hat die Zuschlagsverfügung dann den Kanton Obwalden erlassen. Sie werden sich jetzt fragen, was ist aus diesem Projekt geworden? Wir haben das Projekt 2012, also 2010 gestartet, 2011 kam die Implementierung und wir haben 2012 dann gestartet mit 2 kantonalen Verwaltungen und 18 Gemeinden in allen Gebieten, also Rechnungswesen, Gebühren, Werke, Einwohnerkontrolle. Es war eine schwierige Zeit, also wir haben wirklich auch mit großer Mühe das Ganze eingeführt. Letzten Endes aber trotzdem nach circa 3/4 Jahren eigentlich den Zenit überschritten gehabt, dass wir gesehen haben, das läuft gut, das geht und dann eigentlich relativ schnell in einen vernünftigen Betrieb überführen können. Es war nicht einfach. Wir waren auch einmal an einem Punkt, wo wir fast an einen Abbruch gedacht haben, so wie das vermutlich bei vielen Projekten heute der Fall ist. Letzten Endes haben wir es geschafft, nicht zuletzt aus dem Grund, dass
Die Firma, die wir da gewählt haben, obwohl es eine kleine Firma in der Schweiz ist, wir aber gewusst haben, dass die Muttergesellschaft in Deutschland, welche dort etwa 1400 Kommunen bedient, sehr viel Kraft hat. Und das hat uns dann geholfen, genau in dieser Phase, diese Spezialisten aus Deutschland konnten in der Schweiz sehr schnell eingesetzt werden. Und es gibt wirklich Verfahren, die sind in Deutschland genau gleich wie hier. Also wenn Sie einen Kreditor haben, dann ist der Kreditor in Deutschland genau gleich wie hier. Dieser Prozess ist nicht anders. Ein Debitor ist auch ähnlich. Eine Einwohnerkontrolle ist völlig etwas anderes. Eine Werksrechnung ist eine Werksrechnung, die ist auch in Deutschland nicht anders. Natürlich ist das Rechnungswesen hinten wieder anders, aber das Verständnis dafür, das war sofort da. Diese Personen konnten wirklich hergeholt werden und waren sofort produktiv. Es war eine sehr interessante Erfahrung, die uns da sehr stark geholfen hat. Ich kann ein anderes Beispiel erwähnen, das kennen vielleicht auch die einen oder anderen. Straßenverkehrsämter, wir hatten 2001 das Problem, dass wir eine Lösung hatten, in vielen Kleinkantonen, insgesamt in 5 Kleinkantonen, die eine vollkommene Abhängigkeit vom Lieferant hatten. Und der Lieferant war 364, kein Nachkomme, der das übernimmt, keine Nachfolgefirma, die das übernimmt. Was machen Sie? Wir standen damals auch vor der Frage, ausschreiben, neu entwickeln lassen, irgendetwas submittieren oder was auch immer. Wir haben auch damals Partner gesucht, haben dann 13 Kantone gefunden, eine Trägerschaft gegründet, der Verein Kistra gibt es heute jetzt immer noch, haben dann die Submission gestartet und letzten Endes dann 2003 ebenfalls in der gleichen Art, wie ich das jetzt vorhin erläutert habe, einen Vergabeentscheid getroffen und das Produkt ist heute, glaube ich, in 16 Kantonen im Einsatz. Also es zeigt, es ist möglich, solche Submissionen durchzuführen. Die Rechtsgrundlage ist da, die interkantonale Vereinbarung ermöglicht das. Artikel 8 gibt dort vor, dass es mehrere Auftraggeberinnen geben kann. Es kann nur eine Vergabestelle geben, die kann man unterschiedlich ansetzen. Es müsste eigentlich beim Hauptauftraggeber sein. Also wenn Sie kleine Kantone haben, wer ist der Hauptauftraggeber? Das ist noch eine andere Regelung möglich, indem man sagt, jener, der das ganze Projekt führt, dort ist auch die Vergabestelle. Das haben wir dann meistens so gemacht, weil uns ist natürlich das Vergaberecht im Kanton Obwalden näher als das Vergaberecht im Kanton Thurgau oder wo auch immer. Erfahrungen, Submissionen sind sehr aufwendig, sie verursachen hohe Kosten auf beiden Seiten, auf der Seite von uns, von der Verwaltung, und sicher auch beim Lieferanten, das ist so. Die Rechtslage ist nicht immer ganz klar. Abnehmer in Ausschreibungen, 190 Gemeinden, die einen nehmen ab, die anderen nehmen nicht ab. Sie haben ja nicht vorher schon von jedem Gemeinderat einen Beschluss, jawohl, ich nehme ab. Das sind Schwierigkeiten, denen sind alle ausgesetzt. Der Zeitpunkt der Anwendung, der Anwendbarkeit, der Realisierung, das habe ich schon erwähnt, kann ein Problem sein. Dann die Übernahme des Vergabeentscheids. Grundsätzlich kann man sagen, wenn jemand da erwähnt ist in dieser Aufschreibung, dann kann er diesen Vergabeentscheid sicher übernehmen. Das ist sicher kein Problem. Wenn jetzt aber ein anderes Vereinsmitglied diesen Vergabeentscheid übernehmen will, das in dieser Submission nicht genannt wurde, dann stehen wir schon vor einer Frage, geht das oder geht das nicht? Und wir haben uns eigentlich immer auf den klaren Standpunkt gestellt, das geht nicht. Entweder ist er genannt worden, dann kann er den übernehmen, in einer bestimmten Zeit, es ist auch klar, Sie können keine Submission heute machen und nach 6 Jahren immer noch sagen, aufgrund dieses Entscheides vor 6 Jahren übernehme ich jetzt diesen Vergabeentscheid. Das geht auch wieder nicht. Aber sonst ist das machbar und denkbar. Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch aus anderen Submissionen, das Anforderungsmanagement ist das A und O. Wenn Sie das gut machen, wenn Sie das wirklich präzise machen, und nicht unbedingt nur methodengläubig machen, sondern wirklich sauber machen. Es ist zu unterscheiden, ob ich eine Finanzbuchhaltung ausschreibe oder ob ich im Polizeiwesen irgendein Rapportsystem ausschreibe. Sie werden mir recht geben, dass eine Finanzbuchhaltung in der Schweiz verstanden wird von der Anbieter. Sie werden mir aber auch recht geben, dass ein Rapportsystem bei der Polizei mit Schnittstellen zum Bund und weiß ich wo nicht so einfach verständlich ist. Und dann müssen Sie entsprechend die Methoden anpassen, um das korrekt zu machen. Ob Sie das letzten Endes mit Prozess, E-Mail-Beschreibungen oder wie auch immer machen oder mit klassischen Anforderungskatalogen, ich denke, das ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass Sie es wirklich gründlich machen. Und
wirklich eine gute Grundlage schaffen. Dann haben wir Eignungskriterien, da haben wir vorhin auch schon etwas gehört, auch zu den Soll- und Muss-Kriterien. Macht man jetzt Muss-Kriterien und zwar so hart, dass jeder, der sie nicht erfüllt, rausfliegt? Das können Sie machen, Sie können dann sogar so steuern, dass Sie letzten Endes die Muss-Kriterien so aufgebaut haben, dass Sie nur mehr einen Entscheid haben, den haben Sie vorher schon sich überlegt, wo der sein soll. Das kann es ja nicht sein. Das ist nicht die Art, wie unser Gesetzgeber vermutlich Submissionen verstanden hat. Wir gehen da heute einen anderen Weg. Wir sagen auch, es gibt Muss-Kriterien. Muss-Kriterien führen aber nicht zu einem Ausschluss. Muss-Kriterien werden, wenn sie erfüllt sind, besser bewertet. So habe ich einen ganz einfachen Mechanismus, diese Problematik vernünftig zu lösen. Es gibt auch noch eine andere Frage. Wenn Sie Muss-Kriterien haben und Sie haben einen Anbieter, der im Moment die Lösung noch nicht hat, dann ist es gelaufen. Der hat sie ja nicht. Könnt ihr das nicht erfüllen? Sie können dann noch mit Terminen und so weiter arbeiten. Das geht, ist mir auch klar, aber es ist schwierig. Wenn Sie das bewerten, haben Sie einfach eine andere Ausgangslage. Dann ein Tipp noch zum Bewertungsraster. Machen Sie das Bewertungsraster sehr früh. Wenn Sie Anforderungen beschreiben, können Sie auch schon das Bewertungsraster aufbauen. Das ist der Punkt, das ist der Zeitpunkt, wo Sie das problemlos machen können. Im Nachhinein ist das sehr schwierig und meines Erachtens sehr heikel, weil Sie werden sofort Ihre Bewertung so aufbauen, wie Sie steuern möchten. Und das darf nicht sein, das muss objektiv und fair sein. Ein weiterer Punkt sind die Kosten. Es ist manchmal ganz schwierig, die Kosten sauber zu kontrollieren und aus den Verträgen wirklich das, oder aus den Offerten vielmehr, das herauszulesen, was man letzten Endes in die Verträge übernehmen muss. Und da nochmals ein Tipp, wenn Sie das aufbereitet haben und Sie meinen, jetzt habe ich die Offerte total verstanden, dann können Sie diese Berechnung noch einmal dem Anwender, dem Anbieter unterbreiten, damit er Ihnen bestätigt, jawohl. Das ist genau die Leistung, die ich zu diesen Kosten letzten Endes erbringen kann. Das hat sich immer wieder bewährt und das führt dann auch dazu, dass Sie im Nachhinein nicht Diskussionen über diese Kosten haben. Die Lehren daraus, ich liebe Submissionen so wenig wie Sie, aber wir haben heute Morgen schon gehört, Sie sind nun mal da und wir müssen sie machen. Packen wir sie doch eher als Marktchance an. Es gibt Möglichkeiten hier, entsprechend auch zu wirken. Wir müssen nur den Mut haben, das zu tun und wir müssen uns halt ein bisschen befleißen, diese Mengen, diese Abnahmemengen zu schaffen, damit sich der Markt bewegen kann. Wenn wir die nicht haben, bewegt er sich wirklich nicht. Ob Prozesse oder Anforderungen zu beschreiben sind, das überlasse ich Ihnen. Da gibt es viele Methoden und jede kann richtig sein. Entscheidend ist, Sie müssen es machen. Anforderungsmanagement ist das A und O der Submissionen. Es ist auch die Grundlage für Verträge und die Grundlage für Abnahmen. Auf was wollen Sie eine Abnahme aufbauen, wenn Sie nicht saubere Anforderungen vorher beschrieben haben? Das bringen Sie gar nicht korrekt fertig. Eigentumsrechte, ja oder nein? Bei Neuentwicklungen, wohlverstanden, Neuentwicklungen bin ich der Meinung, da darf man das fordern. Auf anderen Bereichen ist es klar, kann man das nicht fordern. Also von einer Standardsoftware das Miteigentum zu verlangen, das wäre wohl wirklich daneben gegriffen. Die Methodik der Evaluation, gut überlegen, wie man das macht, vor allem wenn man dann mehrere Leute vor sich hat, die in den Evaluationsteams sind, dann müssen Sie das gut organisieren, damit da nicht Absprachen getroffen werden und so das Ganze dann eine Farce wird. Bewertungsraster früh aufgeben, gemeinsam fixieren, definieren, dass es alle verstehen und wissen, warum was so oder anders bewertet wird. Definieren Sie Ausnahmen. Es kann sein, dass es Ausnahmen gibt. Überlegen Sie sich vorher, wie die Ausnahmen zu behandeln sind, gerade in der Bewertung. Es kann sein, dass Sie einen Vorschlag eines Lieferanten bekommen, der Ihnen wirklich alles über den Haufen wirft, aber sehr gut ist. Was machen Sie damit? Das muss vorher schon festgelegt werden. Wenn Sie mich jetzt aber fragen, wie machen Sie das, muss ich Ihnen sagen, da kann ich kein Patentrezept geben, sondern da muss man sich selber überlegen, in welchem Bereich ist es möglich, wo kann man so etwas eingehen, wo geht es eben nicht. Und dann halt auch, was macht man letzten Endes mit der Bewertung dann. Alles nachvollziehbar dokumentieren. Wir wissen alle, die Submissionen durchführen. Wir stehen immer mit einem Bein vor einem Rekurs. Wenn das kommt, dann ist halt wirklich das Beste, wenn Sie alles auf den Tisch legen können und jede Zahl und jeden Satz, den Sie geschrieben haben,
irgendwie belegen können, wie der entstanden ist und dass kein subjektiver Eindruck dort mitgewirkt hat, sondern dass er nach Möglichkeit eben mit Zahlen hinterlegt ist und nicht aus dem Bauch kommt. Verträge habe ich schon gesagt und Verträge haben wir vorhin schon im vorhergehenden Referat gehört, um was da geht. Ich betrachte nach wie vor Submissionen heute als Chance. Sie sind aufwendig, sie sind teuer, aber sie bieten wirklich auch Chancen, weiterzukommen. Danke. Vielen Dank.